Leben, Zerstörung, Tod, alles in einer Wonderlock. Yo, liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich musste mir jetzt eben mein Mikro überschieben. Also, warte. Richtig professionell. So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Yves und wir begeben uns heute in die Feenarena, Freunde. Ich bin richtig nervös. Aus dem einfachen Grunde, diese Arena macht mir am meisten Angst. Ich habe nichts, wirklich gar nichts Effektives gegen diese Arena. Und, ich hoffe eigentlich, dass ich die einigermaßen gehandelt kriege. Und ja, wir spielen als erstes hier gegen den. Denn ich habe mein Team ein bisschen umgestockt. Ich habe jetzt erstmal nur 4 Mons mit, weil ich auch nur diese 4 Mons gerne trainieren möchte. Weil ich gerne Dogos mit dabei haben möchte. Ich habe also die Team Pure, wo schalte ich euch gleich nochmal rein, Freunde, wenn wir soweit sind. Weil heute würde ich gerne wirklich die Arena abarbeiten. Wir kriegen den Ladestrahl ab, das ist schon mal mega nice, wenn es zu Angriff steigt. Und ja, es ist so, ich habe mir jetzt extra das Team ein bisschen so umgestellt, dass ich nur 4 Mons mit habe, sicher 4 Mons, die mir auch nicht sterben können. Zum Beispiel Quajutsu habe ich jetzt nicht dabei und unser Chris habe ich auch nicht dabei, also unsere Jenny und unser Chris habe ich nicht dabei, weil ich zu viel Panik davor habe. Einfach durch eine Feenattacke hier die beiden Mons zu verlieren, deswegen habe ich sie vorsichtshalber rausgenommen. Und habe jetzt das Vierer-Team bestehend aus Raichu dabei, beziehungsweise aus Alina, aus David und Adrian mit Dogos. Dogos soll hier nachher eigentlich meine Win-Condition werden. Ich hoffe, dass es wirklich klappt. Natürlich habe ich auch noch einen Plan mit David vor. Wenn Dogos sterben sollte, hätte ich noch einen Plan B. Aber gut, ja. Also das Problem ist, ich habe, wie gesagt, nichts Effektives. Ich habe keinen Giftmon, ich habe keinen, Stahlmon, gar nichts. Das Einzige, was wir im letzten Wonder-Trade ja noch gekriegt haben, war Porygon. Porygon ist an sich ganz cool gewesen. Problem ist nur, ich weiß nicht, what the fuck, was ich damit machen will. Porygon ist so, ja, auf einer Seite cool, aber wir können es nicht wirklich benutzen. Und deswegen habe ich hier jetzt mein Dogos dabei. Dogos soll, wie gesagt, wenn es klappen sollte, hier mit einigen bisschen, wenn es geht, durchsweepen. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, dass ich den D-Sense aufsetzen kann und dann hier mit Funkenflug und mit Fliegen hier einfach durchziehen kann. Wenn es nicht klappen sollte, bin ich echt enttäuscht. Aber ich hoffe, dass es klappt. Es hat auch noch Charme. Aber ich hoffe, wir kommen durch. Und bitte, please, komm durch. Es ist Star vor Liebe. So fängt schon mal richtig scheiße an. Nice, der Spezialangriff schwächt. Nice, nice. Please, please, komm durch. Das fängt schon mal super gut an. Das fängt richtig gut an, Freunde. Also wie gesagt, es soll hier meine Wind-Condition werden und ich bin schon wieder stark vor Liebe. Will mich das Ding verarschen, ey. Come on, komm jetzt durch, Dogos. Irgendwann muss doch diese Anziehung nachlassen. 3 fucking Runden. Really? Okay, nicht mal wenn ich einen Crit kriege, dürfte das ausreichen. Geh jetzt einfach hoch in die Luft. Really? Junge, Alter. Nee. 4 fucking Runden. Star vor Liebe. Ich krieg... am Arsch, ey. Ich krieg die Krise, ey. So. Einmal wieder geheilt. Perfekt. Mondgewalt kommt. So, jetzt aber. Please. Komm durch. Please, komm durch. Yes. Yes. So, und jetzt bitte komm wieder durch.
Okay, jetzt muss ich raus. Angriff sinkt stark. Oh Mann, ey. Ich kriege echt die Krise. Komm schon, die Tanks zu Adrian. Nice, Adrian. Nice, der Dwarf. Adrian, du Kleiner. Nice. Sowas könnte uns auch passieren, wäre mega cool. Deswegen habe ich Adrian dabei erstmal, weil ich, wie gesagt, die für monstrieren will. Ich werde mir auch nachher nochmal wieder die anderen Mods ins Team schmeißen. Also, sie sind eigentlich im Team, aber ich nehme sie heute nicht mit, weil ich so unsicher bin. Ich werde das Team auch gleich nochmal anpassen. Sobald wir vor Valeria stehen, das heißt, dann werde ich nochmal kurz den Cut setzen. Ihr werdet die PvP-Review sehen. In der Zeit habe ich dann meine Mods ausgetauscht. Und dann müssen wir eigentlich aufgehen und gucken, dass wir die umwerzen, die alle. No? Dann holen wir uns den 6 in Ohren heute, würde ich sagen. Also ich habe es auf jeden Fall vor. Ob es was wird, ist eine andere Sache. Ich habe es wirklich vor. Ich möchte es wirklich gern schaffen. So. Wir sind in einem Puppenhaus, Mädels. Nice. Kimono-Trägerin. Ganoni. Klavion! Nice. Klavion ist ein relativ guter Screener. Ist jetzt Stahlfee, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, ich kann safe in Funkenflug gehen und Begrenzer. Was macht Begrenzer? Bam! Leg dich nicht mit dem Babbo an, Freunde. So macht man das hier. So, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen mehr EP dazu. Das ist ganz gut. Adrian ist nochmal Level Up. Das ist nice. Kilia kommt rein. Ich bleibe stehe drin. Und möchte gerne einmal Fliegen einsetzen. Kilia setzt Zauberblatt ein. Die werden wir natürlich ab. Wir hauen jetzt unser Fliegen drauf. Bam, Mann. Frisst das. Und so habe ich mir eigentlich vorgenommen, durch diese Feenarena zu gehen, Freunde. Ob ich das nachher mache oder nicht, keine Ahnung. Also, ich denke mal, Snubbel wird Bedroher haben. Das heißt, ich wechsle jetzt in Adrian, kriege ich erstmal einen Boost ab. Hat es Bedroher? Nee. Hätte ich auch drin bleiben können. Geh auf Grasmixer. Grasmixer, go! Sicherer. Nice! Die Genauigkeit sinkt und er trifft. Warum denke ich denn überhaupt noch die Genauigkeit? David, komm rein, oder? Nee, Dogo. Nice, Dogo, hi. Wir gehen wieder auf den Funkflug. Dürfte ausreichen. War ein Volltreffer, aber auch wenn es ein Volltreffer war, hat er nicht gemattert. Und Dogo erreicht gleich Level Up. Das ist schon mal gut. David erreicht Level 47. Und dann müssten wir eigentlich gleich bei Valeria stehen. Bitte. Also es ist, oh, ich habe echt Panik vor der Alten, ne? Weil ich einfach nichts Effektives gegen die Tuscha habe, ey. Das ist richtig kacke. Man hat einfach nichts Effektives. Und das Problem ist, ich weiß auch sonst nicht, wie ich die handeln soll. Wenn wir da verkacken, ist die Wonderlock vorbei, Freunde. Dann ist sie vorbei. Sabayone kommt rein. Das Vieh, was Bauchtrommel kann und einfach monstermäßig gut ist. Wir gehen auf den Fliegen. Energieball. Easy, werden wir ab. Bam. Frisst das. Aber es müsste es auf jeden Fall, ja, müsste es auf jeden Fall noch tanken. Wir kriegen den Energieball ab. Der trifft uns nur neutral. Nicht sehr effektiv. So meinte ich es eigentlich. Und dann gehen wir zu Save auf den Funkflug. Und dann müssen wir auch noch Level Up sein mit Dogos. Und jetzt holen wir uns einfach den Stein, packen den drauf und dann machen wir einfach einen Drachen-Pokémon draus. Easy. Und dann werden wir nachher... Flammenwurf! Oh, nice! Das ist gut! Das ist richtig gut! Nice! Das haben wir nochmal richtig gut gebraucht jetzt, kurz vor dem Kampf. Alina erreicht Level 48. Nice. Und ich glaube, das ist jetzt der letzte Spot und dann sind wir da. Jo. So, Freunde, wir stehen jetzt vor Valeria. Ich werde euch hier jetzt die Team-Preview reinhauen.
Mein Plan werde ich euch jetzt nochmal genau erklären, wie ich es vorhabe. Welche Mons mitkommen, welche nicht. Ich werde jetzt noch eins rausschmeißen und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Und bis dato habe ich das Team angepasst. Wir sehen uns gleich nochmal, Freunde. Ciao. Ja, meine Freunde, dann herzlich willkommen zur kleinen Team-Preview gegen Valeria. Wir haben hier ein sehr starkes Feen-Team bei ihr und ich musste einige um uns rausnehmen aus diesem Team, Freunde. Aus meinem Grunde, Valeria hat halt starke Feen und ich habe nichts gegen, oder ich habe nichts Effektives gegen Feen-Mons. Ich habe keinen Steinmon, kein Giftmon, keine Mons, die irgendwie eine Stahlattacke können oder auch eine Giftattacke können. Gar nichts, Freunde. Und deswegen wird es hier so sein, dass wir Raichu dabei haben, Glurak und auch David, also Alina ist dabei, Doris ist dabei und unser lieber David. Und ich habe eigentlich vor, mich mit Glurak so ein bisschen hochboosten zu wollen, mit Detents und damit Fliegen da durchzuspammen. Ich hoffe, das wird klappen. Ist eine Step-Attacke, Glurak hat die Wolkentafel drauf. Ich hoffe, das klappt wirklich so, wie ich es mir denke. Wenn was schief gehen sollte, habe ich immer noch Alina dabei, was ich mit Ränkeschmied hochboosten kann und Donnerblitz viel Damage machen kann. Oder auch nochmal David, was Hypnose einsetzen kann und sich dann Core minden kann. Also ich habe da echt ein bisschen Panik vor, weil ich nichts Effektives treffe. Das Flunkiefer wird zwar von der Feuerattacke effektiv getroffen, aber es gibt immer noch ein Pantimos und ein Felinara, was uns hier im Wege steht. Es wird auf jeden Fall ein harter Kampf, Freunde. 3 gegen 3. Und ich bin richtig gehypt drauf, dass wir uns hier den nächsten Ohren besorgen, Freunde. Und ich hoffe, es wird genauso aufgehen wie geplant. Deswegen rede ich nicht mehr so viel. Auf geht's in den Fight. So, meine Freunde, willkommen zurück und auf geht es. Das Team habt ihr gesehen. Wir haben ein sehr starkes, solides Team dabei, Freunde. Ich hoffe, es wird alles genauso klappen, wie ich es erhofft habe. Dass es nicht immer genauso laufen kann, wie man es sich erhofft, ist meistens klar, ja, ich weiß. Aber, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es einfach wirklich. Und, nee, ich betrage ja schon die Wolkentafel, die will ich jetzt gerne drauf lassen, so. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Alter, was hat die für Hände? Ich kann da nicht mal vorbei. Guckt euch das mal an. Ich kann da nicht vorbei! Really? Mädel! Warte mal, geht das so? Das geht auch nicht. Der Moonwalk, Leute, der Moonwalk! Okay, nee, Scherz. Okay, okay, okay. Geht das so? Kann ich so ansprechen? Ja, nice, geht so. Okay, auf geht's, Mädels. Jungs, jetzt geht's rund hier. Tatchen, Trainer! Na, haben dir die Abfälle gehörig das Köpfchen verdreht? Wie auch immer. Auf in den Kampf! Ich verliere Kämpfe mit Pokémon von Typ Fee. Sie mögen aussehen wie Sensibelchen, haben aber ganz schön was drauf. Ja. Ich hoffe, es wird klappen. Ich hoffe wirklich, es wird genauso klappen wie geplant. Ich leade hier mit Doris, Freunde. Weil ich hoffe, dass ich jetzt Doris mit einem Detents hier aufsetzen kann. Und dann beziehungsweise durchgehen kann. Natürlich will ich jetzt erst einen Flammenwurf drauf haben, um Flunkiefer wegzuhauen. Ich hätte sonst Funkenflug gemacht. Aber Flammenwurf reicht aus. Bam. Nummer uno ist gefallen hier, Valeria. Direkt schon mal eins. So. Jetzt kommt Pantimos. Und Pantimos ist so das Mal, wo ich denke... Ich werde aber weiterkämpfen. Oder ich wechsle jetzt aus und gehe in David mit Hypnose drauf, dann wieder rein, Core Mine hochgehen. Nee, ich bleib drinne. Ich bleib drinne, setze einen Detents auf, so wie ich es eigentlich geplant habe. Ich werde es jetzt wirklich genauso machen, wie ich es geplant habe. Setze einen Detents auf. Hoffe natürlich, dass er jetzt irgendwie eine. Normaler ist Pantimos ein Screener. Also, das heißt, irgendwie Lichtschild, Reflektor oder sowas, könnte das Ding rausschmeißen. Nice! Da kommt das Lichtschild, Freunde. So. Dann gehe ich auf den zweiten Detents. Nice. Was bringt er jetzt? Reflektor bringt er raus. Das ist gut. Kann ich mit leben. Überhaupt nicht schlimm. Gehen wir noch auf den dritten. Gehen wir auf den dritten oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich gehe auf den dritten. Ich gehe auf den dritten. Ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Mondgewalt fressen oder Zauberschein. Eine Konfusion. Vielleicht eine Konfusion.
Ja, Konfusion könnte es auch sein. Nee, in der Psychokinese. Komm schon, Dokus, die tankst du easy. Nice! Okay. Please. Die habe ich jetzt gut getankt. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Fliegen. Bin bei plus 3. Nice. Dürfte ausreichen. Come on. Yes! Nummer 2 fällt. Dokus. Richtig gute Arbeit. Und jetzt muss Lichtschild nachlassen. Come on. Nice. So, wir bleiben drinne. Oder sie geht jetzt in Filiara. Wir bleiben drinne. Wir sind bei plus 3. Dadurch, dass wir jetzt Fliegen einsetzen, überbrücken wir diese Runde, Freunde. Und können damit den Reflektor wegbekommen. Und müssten Filiara mit einem One-Hit rausnehmen. Nice, der Reflektor lässt nach. Please. Bam! Yes, Mann! Die Arena, wovor ich am meisten Angst hatte, hat einfach mega gut geklappt mit Dokus. Nice! Nice! Gott sei Dank. Hui! Das war ein tolles Kämpfchen! Schau mal, das ist der Feenorn. Ist der nicht einfach zündzückend? Hoppala, ich Stümmerchen. Ich war so fasziniert von dem Anblick des Ohrens, dass ich beinahe vergessen hatte, ihn dir zu geben. Also, Händchen auf. Gib ihn her, Mann. Yes, Freunde. Damit haben wir 6 Ohren. 6 Ohren, Freunde, haben wir jetzt geschafft. Wir haben 6 Ohren und ist kein Pokémon abhanden bis jetzt gekommen. Wir kriegen einen Zauberschein, finde ich gut. Kann ich beleben. Zauberschein ist cool. Und wir können jetzt weitergehen, Freunde. Nice. Vielleicht nein. Ach ja, ich will mein Köpfchen zerbrechen. Please. Nice. Yes. Es hat einfach so gut geklappt mit Dokus. Ich hätte nie, okay, ich hätte vielleicht auch bei plus 2 aufhören können. Hallo Eve. Wer ruft mich? Oh, Tien. Ne, Tien ist nicht hier. Nee, Serena ist es nicht. Ich habe vor, mit dem Pokémon für die ganze Zeit. Warum kommst du nicht mit? Pokémon sind echt fantastisch. Wenn man eben mit Pokémon fahren kann, sind quasi fantastisch. Okay. Nee. Brauchen wir nicht. Möchte ich nicht. Weiter geht's hier. Rainer ins Dingestein hier. Team erstmal wieder aufstocken, Freunde. Und ich sag nur, Glurak hat's geregelt, Freunde. Ich habe auch den Stift dazu passend. Das läuft. Bin richtig froh, dass es genau so geklappt hat. Nice, Freunde. Dokus, Respekto, Mondo. Bra, nice. Dreimal aufgesetzt auf Detense. Und dann läuft das Ding hier auch. Nice. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir so einfach da durchgehen. Aber wenn man einen Plan hat, dann klappt es, Freunde. Dann klappt es. Also, muss ich sagen. Oh ja, da sind sie. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir diesen Salat. Er will uns einfach nicht in den Pokéball-Fabrik lassen. Okay. Ich regel. Mach mal Platz da. So. Ich zeig einfach meine Strumpfhose, meine neue, und dann lässt er mich rein. Kann man irgendwo an der Seite hier rein? Nee, ne? Hä, ich soll da rein, aber er lässt mich nicht rein. Wieso? Hä? Okay, und jetzt? Hä? Er will uns den Zutritt verwehren. Nix da. Lass uns doch einfach mit ihm reden. Oh, nice. Ich hätte einfach nur mit Sanna reden müssen. Nice. Oh, Kalem, Tierno. Yo, Jungs, was geht? Na, was geht ab? Sind dann nicht gerade Sanna, Banana und Trovato Tomato vorbeigedüst? Wir wollen uns doch nicht hier treffen, oder? Ich frage mich, was. Vorsichtig. Kreisch. Da ist irgendwas passiert. Sanna, Banana, warte. Halt. Was denn hier los? Nun werde ich den jetzt mal auch mal hinterher rennen. Team Flair hier? Da drin geht irgendwas vor sich. Lass uns nachschauen, solange der Typ weg da ist. Ja, nice, gute Idee, Kalem. Hätte ich auch ohne dich gemacht, aber egal. Hey. Bist trotzdem dufte Typ da. Dufte Typ. Nice. Oh, da liegen Pokébälle. Ist dieser Schwachkopf nicht in der Lage, da draußen vernünftig Wache zu schieben?
Nein. Überhaupt nicht. Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dürftest du wohl ein Mitglied von Team Flair sein. Zeig dir die Deppen in einem Kanal. Oh, dann. Können wir dich jetzt einfach in die... Also so mal ganz easy einfach so umbolzen und dann weg. Achso, ich darf weiterlaufen. Dankeschön. Nice. Gut, Freunde. Und wir sind jetzt in der Pokéball-Fabrik angekommen. Ich würde eigentlich sagen, dass wir am Ende des Partys sind. Aber den will ich noch umhauen. Den hauen wir noch um. Wenn ich mit euch fertig bin, werde ich eure Tränen hinabkullern wie Pokébälle vom Fließband. Ich werde dich so hart penetrieren, Freundchen, Alter. Das glaubst du nicht. Ich werde mir so fertig machen, ne? Magnaien kommt, Magnaien geht. Ich sah, er siegte, ne? Vini, Vidi, Vici. Ich sah, ich kam, ich siegte. Ganz einfach. Und das genauso. Bam, Mann. Nummer uno fällt. Komm, schick noch einen rein. Trau dich. Trau dich, Kumpel. Golbat, nice. Dafür habe ich Alina. Alina. Friend. Mach es platt. Komm schon. Komm schon, Alina. Golbat kommt. Golbat sah und verlah. Und? Tschüss. Das tankt es nie im Leben. Nie. So, das sieht doch schon mal gut aus. Nice, noch ein bisschen mehr RP. 49. Badaboom. Nice, Freunde. Damit haben wir Team Flair hier den ersten Rüpel auch besiegt. Und, ja, das sieht gut aus. Ich sehe richtig schick aus, Alter. Ich fühle mich richtig cool. Und, ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach. Kommentiert den Part. Beantwortet die Frage des heutigen Videos, Freunde. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt 6 Arena-Ohren. 6 Arena-Ohren da. Hier, 6. Uns fehlen noch 2. Dann haben wir endlich alle. Und die werden wir uns auch noch holen, Freunde. Und ich hoffe, es wird klappen. Also, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage bis dahin. Ciao, liebe Freunde.